habe die Ehre, liebe Leute. Wir schreiben Tag 27 in der Isolation. Es ist Ostersonntag an der Stelle. Frohe Ostern und blaue Eier. Was ist meine Aufgabe natürlich am Ostersonntag? Wir werden dieses Eier jetzt einmal nur für euch. Ich hau's dann aufs Hirn und friss zusammen irgendwann nachher. Was werden wir aufmalen? Das Einfachste werden irgendwelche Gesichter oder so, aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja das abgefahren haben und drum werden wir aus dem Hühnerei ein Alien-Eier machen. Also, let's go. Das Erste, was ich mal mache, ich nehme ein Blei, Camouflage-Blei. Ultra geil, oder? Und werden wir das einmal grob ausgeziehen. So, Brille. Glaubst du, brauche ich die Brille? Danke. Zoom ein bisschen rein. Das ist ein Scheißdreck da. Ein Alien-Eier hat oben immer so eine Öffnung. Natürlich dort, wo nachher diese Facehacker rausspringen. Ne? Und das hat so eine Vier. Die zeichnen wir uns mal kurz an mit Blei. So. Und so. Da haben wir mal ein Kreuz drauf. Und dann ist das, glaubt ihr das immer auf, dann ist das so abgerundet. So weit da oben drin ist ja dann der Schleim und so, oder? Dann glaubt sich das ja normalerweise so auf. Wer sich alienmäßig auskennt, weiß das natürlich. So. Ich glaube, ich habe 30 Jahre lang kein Ei angemalt. Was ist da los? Ah, die Ding ist vorbei. So schaut das jetzt einmal aus. Grob angezahlt. Sicht gerade. Ich muss die Speicherkarten tauschen. Okay, tauschen wir es halt noch, bevor wir weitermachen. Rock'n'Roll. So, so da. Ding tauscht, Speicherkarten, zoomen ein bisschen da raus. Seht ihr, wie ich es jetzt schon gezeigt habe? Da ist jetzt meine Öffnung dann. Vielleicht ist es da zu hell irgendwie, man sieht das da nicht gescheit. Zeigen wir es halt von der Seite. Das ist natürlich ein Licht. So. Okay, das wissen wir heute, da oben ist unsere Öffnung. Dann hat das da immer so, natürlich so Falten. Die brauchen wir nur grob anreißen. Die wissen wir eh dann. So. Unten kommen meistens so fette Adern, also Adern, so Gewächse. Die gehen so. Meistens. Ew, I'm a mess. Jetzt geh ich her. Nimm einen schwarzen Stift, vielleicht so ein Brush Pen. Ein Brush Pen ist ein Stift, der ähnlich ist wie ein Pinsel. Wenn man aufdruckt, wird er dicker. Wenn man nicht so stark aufdruckt, wird er dünner. Das drehen wir auf. So. Das heißt, als erstes, ich hoffe, dass das überhaupt heute auf dem Eier mit dem Brush bin, weil permanent ist das wahrscheinlich nicht. Wie mache ich das jetzt? Probiere. Noch einen Punkt auf. So. Dann machen wir einen Punkt auf. So. Blasen das kurz auf. Und man kann das voll verschmieren. Okay, das ist einmal. Der Brush bin ist einmal für den Arsch, ne? Das haben wir einmal drauf gelernt. So, wir haben natürlich keinen dünnen, wasserfesten Stift gefunden. Ich muss das mit dem ein bisschen dicker reinmachen. Wir malen ja nachher eh drüber, darum ist das nicht so dramatisch. So, jetzt malen wir uns unsere Adern.
coming on when you're not coming. Dear woman, it's hard to say you're 1800 long miles away. I'm left here with the motor. Sehr Aussetzung. Mehr braucht man da nicht. Schwarze Stift. Hat der Anschlag gelegt. Und jetzt kommt die erste Farbe. Was nehmen wir da als Grundfarbe? Haben da mal alles, ne? Mehr oder weniger. So blau-grün braucht man da. So dreckig grün. Man, das schauen wir das einmal an. Wie meint das mit Warhammer-Figur? Ah, mit Farben auch. Ein Grün. Das schaut mir gut aus. Leider wohl. Das ist ja für den ersten Layer. So, da. Was klatschen die jetzt schon, die Idioten? Schon 18 Uhr. So, wir haben einmal eine Lösung gefunden jetzt. Es ist ein bisschen outtriggert. Wir haben das jetzt in einem Stammball drinnen. So. Kannst du mal so zeigen? Das ist die Grundfarbe. Das schaut schon mal ziemlich geil aus, ne? Und jetzt malen wir mal unsere Adern. Das hat einen ähnlichen Farbton wie das andere. Nur ein bisschen gräulich. Dafür nehmen wir unsere Mischpalette. Mit Zahnstocher was raus. So. Ein Graublau. Ideal. So. Und nun. Dazu. Das mischen wir uns jetzt. Schaut uns gut aus von der Farbe. Und jetzt gehen wir her und mal den Unterteil mal an.
schon wieder ein bisschen trocken aus. Stimmt ein bisschen in die Suppe. In der Zwischenzeit gehen wir uns gleich einmal innen in dem Eier ist das noch so schleimig, fleischig. Fleischton, das ist aber nicht schlecht. Fleischschäden, das braucht man nachher. Baut man ins Klo. Ja, da komme ich schon hin. Jawohl. Das ist für mich der richtige Farbpunkt. Für mich persönlich halt. So, schauen wir, ob unser Eier trocken ist. Diese Ränder anpassen, schön im grünen Hintergrund nochmal. Dann fangen wir an, die ersten Schatten zu malen und dann Highlights zu setzen. So. Jetzt haben wir da ein Schwarz. So dabei. Sieht einmal so aus. Das ist ja ganz cool. Jetzt schon. Und die Highlights fallen an, die ganze Schleimparty. Jawohl. So, ein bisschen trinken lassen. Dann werden wir die ersten Highlights setzen. Und dann fetten Pinsel können wir uns jetzt da sparen. Also fett, der ist ja nicht so fett, ne? Aber boah, jetzt fahren wir mit der feinen Abteilung an. So. Gleich in die Farben reintropft. Wurscht, haben wir gleich einen Kaffee-Style. So. Genau darf man sich natürlich nicht anschauen, ist Eier, aber genau sich zeigt keiner. Aber dabei, ja. Aber jetzt schon. So, es ist aber eh fast trocken schon. Das heißt, wir können anfangen, von den ganzen Schuppen, von dem Grünen mehr oder weniger die Highlights zu machen. Was brauchen wir da? Ein weißes, natürlich. Ceramic White. Und da eine. Okay, das ist 300 Jahre alt, kann man gleich weghauen. Das hört sich gut an.
Jawohl. So, da. Ich zeige euch das wieder. Fetten Pinsel können wir zum Mischen noch ruhig nehmen. Da haben wir noch unser grünes. Gehen wir uns da mal an. Hier. Das. So. Weil die wirklichen Glänzer machen wir ja nachher mit ganz weiß, ne? Ganz fein. So, kann man viel mehr Weiß noch eigentlich nehmen, ne? Aber das ist fürs Highlight nicht so schlecht. Hey, yo. Apparently I fucked some people's kids up, bringing them beer and shit, telling them to do some fucked up shit in my lyrics, when all I actually really do is use my vocab to create something, and all I do is I'm packing my pencil when I sit down at the table, with a smile on my face, disrespecting the cradle, where the loyal is born and self-awareness is torn. From every soul on this planet, freedom is scorned. I'm sky high on credit when I global like Visa. It doesn't matter how I say it, I need status like Caesar. I wanna glow, but focus on my lyrics. It's not the money I'm after or the bitch of my degeneric. Wait, I take that back, cause simply I'm lying. Who wouldn't want a bitch on the back? A second for deciding. A teacher once said to me, Chris, you have potential. If you work hard and act right, your life could be essential. So I wrote the essay, and what good did it bring to me? Nothing, but I can stretch a story in history. And I guess that'd be cool if you wanna write a book, but it's not very suitable for the path of life I took. I'm not a good guy, but I'm not bad either. I got my ideals, don't follow trend fevers. But there's some things in life that you just can't ignore, like the senseless act of unsafe sex with whores. We all get service with some expenses paid. Got departments for everything, for help through the day. There's some times in life when you gotta act right. Yeah. Responsibility is what fucking gives you insight. I used to think I was profound, intelligent, and hellbound. But with my feet on the ground, I know I'm nothing but a hound. Sniffing my way to the fame and the J. Weed rap is big business, so follow me, okay? I awoke in the morning, was Saturday, right? The life was kinda dusty from smoking yesterday night. So I rolled up another one and stretched in my bed. With my head sorta heavy, I tried to remember what he said. That one day in the depressed hall of school, he said something about wasting my life to be cool. But I know I'm not cool in that super cool way. But I know that I'm cool cause I drink every day. Jetzt machen wir unseren gelb-grünen Schleim. Und den gelb-grünen Schleim, der rinnt jetzt aus dieser Ritze dort aus. So. I got my ideals, don't follow trend fevers. But there's some things in life that you just can't ignore, like the senseless act of unsafe sex with whores. We all get service with some expenses paid. Got departments for everything, for help through the day. There's some times in life when you gotta act right. Responsibility is what fuck it, use your insight. Let me make it clear, I don't wanna die young. Und jetzt nur mal mit Weiß. Die wirklichen Highlights. Fertig sind wir, drauf geschissen. Ne? So, jetzt müssen wir aufpassen, dass das ganz dünn ist. Wenn das Highlight nämlich zu fett ist, schaut das verschissen aus. So. To be good soldiers, I mean savages. What's the difference between talking and actually killing? One involves words, the other blood spilling. There's no vocab out there that could create a murderer. Only the parents and society is the burden. Hey, we all live in fear. Is it me who is the problem? Forgiving and bear. Is it that what stops the condom spreading the AIDS and giving them herpes? No, look at religion, it's a sin with safety. I'm not a good guy, but I'm not bad either. I got my ideals, don't follow trend fevers. But there's some things in life that you just can't ignore. Jetzt werden wir das matt lackieren, das Eier, und dann oben das offen ist von dem glänzend einmal. Also, dann schaut das noch geil aus. Schaut zwar jetzt überhaupt immer wie eine Edelene aus, aber ja, das ist meine künstlerische Freiheit. Vor Ostern. Ja, zuerst lackieren wir es matt schnell mit Spray. So, unser Eier ist einmal gerade fertig. Das ist jetzt relativ matt lackiert. Jetzt nehmen wir da einen Artcode. Und der Artcode ist durchsichtig, aber nachher wird der ausschauen wie ein Schleim. Und ein bisschen rote Farbe reingemischt. Und dann gehen wir das ein bisschen rausmachen und machen so. Schaut das oben schleimig aus.
Wieso, da erkennt man das? So, das lassen wir jetzt triggern. Schau mal, der Tropfen, wie das schon edel ausschaut irgendwie. Und dann haben wir über das Ganze ein Glas Fleisch drüber. Und die Geschichte ist fertig. That you just can't ignore, like the senseless act of unsafe sex with whores. We all get service with some expenses paid. Got departments for everything, for help through the day. There's sometimes in life when you gotta act right. Responsibility is what, fuck it, use your insight. Da ist mir eh alle näher. Jawohl. Wie gesagt, Wettbewerbe werden wir keine gewinnen. Ah, ist ganz geil geworden eigentlich. Rock'n'Roll. Down something that you never wanted to. I gave you my love and then you turned away. I guess I'd be true. But I have my hope last from